Das Thema von heute Abend ist göttliche Umweg. Göttliche Umweg. Es ist auch jetzt wieder in diesem Camp immer wieder dazu gekommen, dass Leute auf dem Hin- oder auf dem Rückweg sich verfahren haben, aber nicht so schlimm wie letztes Jahr. Wir haben das Camp in Bibione gehabt, das ist nahe an der slowenischen Grenze. Und sie haben das im Navi eingegeben, gewissenhaft, und sind am Schluss in Pisa an der anderen italienischen Küste dann gelandet. Und haben einfach einen Umweg gemacht. Und da fragt man sich natürlich, wie göttlich ist der Umweg dann wirklich auch gewesen? Göttliche Umweg ist so ein spezieller Titel. Ich weiss nicht, gehst du gerne Umweg in deinem Leben? Jetzt habe ich gedacht, es gibt so Wanderfreunde da, die dann sagen, ja! Yeah! Umweg, es ist so ein banales Wort, aber im Leben Umweg machen kann extrem schmerzhaft sein. Ich weiss, so Umweg, die für mich schwierig waren, sind so drei Umwege. Der eine war, ich habe die Gymi-Prüfung gemacht und nicht bestanden und bin dann in der Sek gelandet. Und ist für mich irgendwo durch ein okay gewesen, aber gleich ist es ein Umweg. Ich bin dann nachher nach der Sek, bin ich dann gleich als Gymi gekommen und man fragt sich dann schon im Nachhinein, ist der Umweg, ist der nötig gewesen? Ist es ein göttlicher Umweg? Hat er etwas da gelenkt? Oder ist es einfach ein Umweg, wo ich hätte sollen besser mich vorbereiten? Das nächste war, ich hatte eine Beziehung, in der ich 11 Monate mit einer Frau zusammen war. Ich habe investiert, dann ist es auseinandergegangen, haben wir uns nochmal zusammengerafft und sind nochmal zusammengekommen und dann irgendwann doch ist die Beziehung ganz auseinander. Und auch so Beziehungen, die auseinandergehen, sind auch ganz schmerzhafte Umwege, wo man drin ist und wo man sich dann auch fragt, ist das jetzt ein göttlicher Umweg? Hat das müssen sein? Oder ist Gott in diesem Umweg drin? Oder das Dritte auch, ich habe 2,5 Jahre lang Psychologie studiert und nach 2,5 Jahren habe ich dann gemerkt, das ist nichts für mich. Mega lange Zeit, 2,5 Jahre von meinem Leben einfach investiert in etwas, wo ich denke, für was habe ich das gemacht? Und erst nachher, später oder auch mit dem Kennenlernen von Gott, habe ich dann ab und zu wieder realisiert, der Umweg ist für mich ein Umweg gewesen, aber Gottes Perspektive auf diese Situation, auf mein Leben, ist vielleicht nochmal anders. Und vielleicht sind die Umwege, wo du drin bist, auch gerade jetzt, göttliche Umwege. Und auf jeden Fall, was wir wissen, Gott ist mit dir zumindest drin. Ich glaube, niemand von uns geht extra Umweg. Und darum versuchen wir bei Entscheidungsfindungen Zeit zu nehmen und so genau und gut wie möglich entscheiden. Wer entscheidet gern grosse Sachen? Ja, wem fällt's eher schwierig? Okay, sind wir. Ich habe ein Phänomen gelernt. Und zwar heisst das Entscheidungslähmung. Du bist vor einer Entscheidung, wo sollst du durch? Und dann bist du wie gelähmt. Und ich erkenne das immer wieder. Gibt's Leute, die können jassen? Ja, gut. Ich habe jetzt mal Jasskarten mitgenommen. Und ich kann sehr gut jassen. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin mega gut. Nein, ich habe schon mit meinen Grosseltern auf beiden Seiten habe ich gejasset und wirklich einfach, ich habe das drin und weiss. Und wenn du lang jassest, wirst du mega schnell. Weil du weisst genau, du musst nicht lange überlegen, du siehst Karte, okay, das ist Trumpf. Aber wenn du jassest mit jemandem, der Anfänger ist, dann denkt er sich, okay, welche Karte lege ich jetzt? Und dann geht er einzeln durch, die, nein, dann könnte das passieren, die, soll ich Ecke liegen, wenn Herz gespielt ist? Darf ich das überhaupt? Und du weißt genau, je länger das er braucht zum Überlegen, desto schlechter ist nachher der Zug, was am Schluss am Ende nachher rauskommt. So hart ist die Assenamix-Bä, weil du noch nicht die Erfahrung hast und nicht genau weißt. Und das Phänomen, dass wenn du überfordert bist mit all diesen Optionen, schon mit 9 Karten beim Spielen, das nennt sich eben Entscheidungslähmung. Oder auch Paralyse durch Analyse. Du analysierst dein Leben und die Entscheidung, die du machen möchtest, bis du völlig gelähmt bist und nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und ich habe gemerkt, etwas darum ist für uns so wichtig, dass wir lernen, uns führen zu lassen von Gott. Wer lernt, sich führen zu lassen von Gott, zu hören auf Gott und eben auch versteht, wie Gott führt, der hat es in Entscheidungssituationen definitiv besser. Nur das Hören und sich führen lassen von Gott tönt einfacher, als dass es wirklich ist. Gott ist nicht ein Orakel.
Gott ist auch kein Glückskeks, wo du aufklappst und dann schaust und dann machst du das. Du kannst auch nicht so machen. Jesus, was soll ich heute in meiner Matheprüfung anschreiben? 21. Gut. Es ist amix kompliziert. Und ich möchte heute einen Aspekt herausheben, den ich glaube, ist mega wichtig. Wir müssen Gott besser kennenlernen, wie er führt oder warum er führt. Und wenn du dich auf den Weg begibst, wo du sagst, Gott, ich möchte lernen verstehen, warum du mich so führst, wie du führst, und auch erkennen, wo ist das Göttliche in meinem Umweg, dann hast du mega viel gelernt. Wenn du das? Gut. Lass uns anfangen. Ich muss zuerst solche Grundlagen bei euch safe machen. Und zwar Johannes 10, Vers 27. Einer von meinen Lieblingsversen. Dort steht, Jesus selber sagt über dich, meine Schafe hören meine Stimme. Das bin ja ich. Nicht ganz, hä? Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Okay, jetzt müssen wir den Satz schnell hier oben lassen und die drei Teile. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Aus diesen drei Sachen müssen wir drei Erkenntnisse rausnehmen, aus diesem Bibelvers. Nummer eins, wir alle hören Gottes Stimme, wenn du ein Kind von Gott bist. Wenn du ein Schaf von Jesus bist, mach mal mehr. Definitiv, eindeutig. Wenn du ein Schaf von Jesus bist, sprich, wenn du sagst in deinem Herz, ja, Jesus, du bist mein Hirt. Wie ein Schaf am Hirt folgt, so möchte ich mit aufrichtigem Herzen, ich höre dir und ich will dir folgen, hörst du auch seine Stimme. Nummer zwei. Es heisst, in dem Bibelvers verspricht Jesus nicht, dass du immer merkst, dass Gott dich führt. Ich glaube, das ist noch wichtig. Wir haben das Gefühl, dass es immer so ist, weißt du, wie bei Mose im brennenden Busch. Und ich habe noch nie einen brennenden Busch gesehen. Also schon, aber nicht einen wie bei Mose, der nicht verbrennt, aber brennt. Und ich glaube, in dem Sinne, oder, ist es mega wichtig, es heisst nicht immer, dass du merkst, wenn Gott dich führt und wenn er zu dir redet. Aber er führt dich. Und jetzt kommt das Dritte. Du darfst entspannt sein, dass wenn du sagst, Jesus, du bist mein Hirt, dann wirst du auch Jesus folgen. Das ist das Versprechen, das Jesus dir gibt. Meine Schafe folgen dir. Warum folgst du Jesus? Und jetzt kommt es, weil er dich so gut kennt. Wie viel Druck nimmt es doch weg, wenn man ein Schaf ist von unserem Hirt Jesus? Im Leben hinein zu stehen. Und ich habe gemerkt, der Bibelvers hat mir so Trost gegeben, immer wieder auch in meinem Umweg drin zu wissen, okay, ich höre Gottes Stimme. Vielleicht spüre ich es nicht und weiss nicht genau, was er sagt, aber ich weiss, am Ende führt er mich gut. Durchs dunkle Tal durch, mit Umwegen, wo für mich noch, wo ich nicht rauskomme, aber er führt mich gut und führt mich ans Ziel. Amen. Wir wollen eine Geschichte heute anschauen an der Person, die ich finde, im Neuen Testament ist es sehr spannend, weil Gott hat diese Person sehr krass umgeführt, nämlich unseren Paulus. Der Paulus war ein Pharisäer, das heisst ein sehr religiöser Jude, und er war aktiv an der Christenverfolgung dabei, bis Jesus ihm erschienen ist und er sein Leben Jesus gegeben hat. Und dann lesen wir in der Bibel, wie er Missionsreisen gemacht hat und von überall her auch Briefe in der Bibel, also einen grossen Teil im Neuen Testament, hat der Paulus selber geschrieben. Also ein Mann, wo man kann denken, okay, krass, der ist extrem von Gott geführt worden. Und wir wollen ein bisschen anschauen an ihm, nach was für Prinzipien führt denn Gott ein Päuli? Apostelgeschichte 16, es lohnt sich zum Aufschlagen. Apostelgeschichte 16. Ab Vers 6. Jetzt lesen wir einfach so, ziehen wir uns die Geschichte rein. Danach reisen Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Also schon mal das Erste. Gott sagt ihnen, sie wollen aufbrechen mit gutem Herz. Die zweite Missionsreise sind schon mal gewesen. Der Paulus, wow, komm, ich gönne dir. Ah. Ich habe einfach wie, ich spüre mir drin, der Heilige Geist sagt nein. Und das ist etwas, was ich erkannt habe in meinem Leben. Sehr oft höre ich das Nein von Gott viel klarer, als was ich jetzt genau machen soll. Und darum lohnt es sich amix auch, okay, ich mache mich mal ready. Ich weiss, Gott hat parat für mich, dass er weder an dieser Schule, wo ich bin, oder wo auch immer. Ich breche mal auf. Und nachher merkst du amix beim Aufbrechen,
ist es vielleicht doch nicht so. Ich sollte es vielleicht gleich nicht machen. Meldest dich an für etwas und dann merkst, nein, ich habe wie nicht ein gutes Gefühl. Schon so oft habe ich etwas starten und dann gemerkt, beim Donnerstag, etwas in mir in der Zeit, wie der Heilige Geist sagt, nein. Und dann geht es weiter. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, übrigens ist alles heute so im Raum Türkei, wo er da rumgereist ist. Wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Also du merkst, auch für Paulus ist es offensichtlich nicht so gewesen, dass Gott ihm per Brieftaube eine Karte aufgezeichnet hat, was jetzt alles da kommt. Er hat einfach eins gewusst, du, Gott will durch mich das Evangelium verbreiten und darum mache ich mich mal auf den Weg. Und on the go, auf seinem Weg, hat der Heilige Geist Türen zugemacht und dann eben auch plötzlich eine Türe aufgemacht. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Dann hat er gewusst, da kommt jetzt plötzlich so eine Leidenschaft in mein Herz rein. Da geht jetzt plötzlich eine Türe auf und da sollen wir durchgehen. Und oftmals merkst du, dass der Heilige Geist mega gut ist drin in deinem Herz, um zu sagen, nein, das ist es nicht, nein, das ist es nicht. Und dann plötzlich merkst du, aber deine Leidenschaft geht auf, wow, da hat es etwas, wo ich dienen kann. Und das fühlt sich anders an in meinem Herz. Okay, gut, ich gehe für das. Ich habe das erlebt, als ich in Südafrika war. Bin ich bei einem Werk dabei gewesen und ich habe mit denen Musik gemacht. Und dann haben die gesagt, hey, komm doch mit uns, bist Teil von diesem Team und lass uns auf Tournee gehen, wir haben grosse Pläne. Und in meinem Herz hat einfach etwas gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht der richtige Ort. Gott ist mit mir da in der Schweiz nicht ganz fertig. Und dann irgendwann habe ich auch so wie, ich weiß gar nicht, ob ich einen Traum hatte oder auch so eine innere Vision, einen Gedanken, wo Leute, die ich kennt habe, junge Menschen, mir gesagt haben, Joel, komm wieder in die Schweiz. Bau Kirche für uns. Und das war für mich ein entscheidender Moment, wo mein Herz plötzlich wieder aufgegangen ist. Und erst nachher habe ich gemerkt, das ist beim Paulus ganz, ganz, ganz eine ähnliche Geschichte gehabt. Wenn Gott ruft. Gott führt uns oft grössere Wege und hat, wenn du Umweg machst oder denkst, du gehst in eine Richtung und du hast die richtige Leidenschaft und alles stimmt in deinem Herz und du hast gut gehört, dass Gott dich will haben als das, vielleicht hat jemand eine Prophetie gegeben in deinem Leben, aber der Weg dorthin ist oftmals nicht so geradlinig, wie du denkst. Wir dürfen nie vergessen, Jesaja 55 steht, Gottes Gedanken sind immer grösser als unsere Gedanken. Und Gottes Weg sind immer noch grösser als unsere Wege. Und darum, auch wenn du unterwegs bist mit Jesus und schon Sachen weisst, was Gott mit deinem Leben machen will, bleib immer offen und sensibel auf den Heiligen Geist, wo er Türen zumacht und aufmacht. Das Zweite, was ich gemerkt habe, Gott führt mich sehr oft auf eine Art und Weise und auf Umwege, weil ich habe immer Perspektive, Gott wird möglichst schnell, möglichst viel Output in meinem Leben erreichen. Aber Gott hat ganz eine andere Perspektive. Gott wird zuerst einmal in mir innen ein Wunder tun, bevor er durch mich durch ein Wunder tun. Gott hat extrem Geduld. Ich habe lange das Gefühl von Paulus, oder, wo der nachher Jesus angenommen hat und sich entschieden hat für den, dann ist er schnell, hat er sich eine Woche zurückgezogen, so hat das Bible Study besucht und dann, nach dieser Woche, ist er rausgegangen auf die erste Missionsreise und sein Leben ist so richtig abgegangen. Und dann irgendwann habe ich erfahren, dass mein Bild ein bisschen falsch war. Der Paulus hat wahrscheinlich über 10 Jahre, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, und ich meine, er hat die Bibel schon so gut gekannt, und er hat eine Begegnung mit Jesus und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hat irgendwann wahrscheinlich gewusst, da ist ein Ruf auf meinem Leben. Ich soll bis auf Rom und überall Kirche bauen. Und Jesus hat gesagt, jetzt gehst du mal nach Tarsus, du gehst mal nach Galatien, du gehst mal nach Arabien. Und einfach zuerst tue ich ein Werk in dir, bevor ich ein Werk durch dir tue. Gott ist mehr an dem Charakter interessiert, den er in dir bauen kann, als du denkst. Wenn Gott mit dir Umweg geht, kann es sein, dass er einfach höhere Priorität auf dem legt,
was ein Wunder in dir kann tun. Ich bin vor etwa 4 Jahren in Los Angeles in einer Bibelschule oder Leadership School. Und wir haben dort sehr viel Outreach gemacht. Unter anderem bin ich im Food Truck Ministry gewesen. Wir sind an den Nachmittag mit so Lastwagen bepackt mit Spenden, also Essensspenden, durch verschiedene Gebiete gefahren und haben wirklich Leute Essen gebracht, die kein Essen mehr hatten. Ich habe Leute gehabt, die durch die Reihe gelaufen sind, die gesagt haben, ich esse gerade das erste Mal seit 3 Tagen Mahlzeit, dank euch. Es war ein mega krasses Erlebnis und ich bin richtig in Fahrt gekommen, wortwörtlich. Ich bin aufgeblüht, es war meine Leidenschaft, zu den Leuten zu gehen, mit ihnen connecten, mit ihnen beten. Und Gott hat so viel bewegt und da. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich so langsam so ein bisschen Halsweh bekomme. Wie ich anfange, ein bisschen husten. Und ich habe gefunden, hey, nein. Wir ziehen durch. Wir geben Vollgas, wir machen weiter. Ich habe eine Leidenschaft. Und ich bin so einen Grund da übergekommen, hey, ich mache jetzt sicher nicht schlapp, ich mache einfach weiter. Es ist so weit gegangen, dass ich irgendwann bei dem Foodtruck-Laden, ist mir eine Kiste aus der Hand gefallen, weil ich bin eigentlich mit 39 Grad Fieber, Schüttelfrost und einer Halsinfektion am Weitermachen gewesen. Und das ist definitiv nicht gut. Also Freunde gehen heim und schlafen, wenn es euch nicht gut geht. Es ist so weit gegangen, dass meine Leiter mich haben heimschicken und gesagt, Céline, du kannst heute nicht mit auf den Outreach kommen. Und ich habe es so dumm gefunden. Ich habe es so blöd gefunden. Ich habe nicht zurückgewählt. Weil ganz ehrlich, für mich hat es sich angefühlt, wie wenn ich ein Auto wäre, das 180 auf der Autobahn fährt und plötzlich auf den Pannenstreifen muss. Und ich weiss nicht, wieso ich gehe, aber ich will nicht auf den Pannenstreifen auf der Autobahn, sondern ich will heimkommen und ans Ziel kommen. Und es hat sich definitiv angefühlt wie ein riesen Break. Und ich habe in mein Zimmer müssen, ich glaube, mir ein Foto mitgebracht. Während meine Freunde weiter können die Trucks laden und einen mega coolen Outreach erleben, bin ich in dem Zimmer am Verwesen gefühlt. Ich bin da gerade am Niesen, wo mich meine Kollegin gefüttert hat. Ganz toll. Aber zu 90% hat nicht mal jemand ein Foto von mir gemacht, sondern ich bin allein gewesen in dem Zimmer. Komplett allein. Und es hat sich angefangen, länger und länger zu ziehen, die Infektion. Und ich bin nicht nur einen Tag, habe ich mich sitzen, nicht nur 2 Tage, nicht nur 3 Tage, sondern ich bin mehr als eine Woche in dem Zimmer gewesen. Allein. Und es hat mich brutal angegurkt. Und ich habe Gott nicht verstanden. Ich habe gesagt, hallo, ich bin da angekommen, ich will sogar ja dir dienen. Ich bin da für dein Reich. Warum liege ich jetzt in diesem Zimmer? Was genau soll das? Und du kannst doch heilen, jetzt heil mich doch einfach. Es ist doch so simpel. Er hat es nicht, ja, Entschuldigung. Ich bin manchmal herausgefordert mit meinem Jesus. Auf jeden Fall hat er es nicht gemacht. Er hat noch etwas viel Besseres gemacht. Er hat zu mir plötzlich angefangen zu reden. Ich habe ja ultra viel Zeit gehabt. Ich habe halt mal meine Bibel wieder aufgeschlagen. Dann habe ich Römer 5, 3 bis 5 gelesen. Ich lese es dir zuerst noch auf Englisch vor. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ey, wow, ich lieg dort, hab das Gefühl, ich bin in meinem grössten Miserium, in meinem grössten Suffering. Und dann lese ich den Vers, was heisst, not only so, but we also glory in our sufferings. Im ersten Moment hat es mich brutal angeschissen. Im zweiten Moment habe ich gemerkt, du willst mir gerade etwas sagen, Jesus. Schau, wenn wir den Vers auf Deutsch lesen, dann heisst es, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Was für eine Zusage! Er zusagt, dass in meinem grössten Miserium Gott an mir arbeiten will. Dass er meinen Charakter sieht und dass er mich weiterbringt. Und ich bin aus dieser Situation rausgegangen. Ich sage dir jetzt noch, die Situation hat mein Leben bis heute geprägt. Ich habe gelernt, dass manchmal Jesus die Bremse anzieht aus einem Grund. Aus einem Grund, dass er sagt, weißt du was? Zuerst lass mich dir wieder dienen. Lass mir dir Geduld teachen. Dass du geduldig nämlich wieder raus kannst gehen. Dass wenn du in einer schwierigen Situation in Outreach kommst, dass du die Erste bist, die Geduld hast. Lass mir deinen Charakter schleifen. Lass mir dir teachen. Lass mich an dein Herz an, Céline. Komm wieder zuerst zu mir. In deinen Sufferings, in deinem Leiden hinein, kriege ich Ausdauer mit dir. Für andere Momente, wo es auch nicht einfach wird in deinem Leben. Das ist nicht der einzige Moment, wo ich flach gelegen bin in meinem Leben, logischerweise. Und jeden anderen Moment habe ich schon viel positiver können nehmen und sagen, okay, warte mal, Jesus. We glory also in our sufferings. Warte mal, okay, auch im Leiden inne hat es etwas, wo du mir vielleicht möchtest zeigen, wo du versteckt hast, irgendein Geheimnis. Und plötzlich hat sich das Bild verändert und ich habe gemerkt, ich bin vielleicht nicht mehr das Auto, das 170 km/h auf der Autobahn fährt und Vollgas unterwegs ist, aber ich bin im Fall auch nicht auf dem Pannenstreifen gewesen, sondern Jesus hat mich an eine Tankstelle geführt.
Er hat mich an eine Tankstelle geführt, damit ich nachher wieder weiterfahren kann. Und darum sind genau manchmal so Umwege so wertvoll. Weil es gar nicht ein Umweg per se ist, sondern es ist eine Tankstelle, wo du neu auftanken kannst. Ich möchte in den letzten Minuten darüber reden, was für eine Position kannst du einnehmen, wenn Gott dich auf göttliche Umwege führt. Was kannst du tun, wenn du dich auf so einem Umweg gerade jetzt befindest? Weil ich glaube, ganz viele hocken da drin oder schauen online zu, unten im Club oder bei dir daheim. Und Gott hat euch ein Versprechen gegeben. Er hat etwas zu euch gesagt, ein Bild. Aber wenn ihr umschaut und die Realität anschaut, merkt ihr, die Realität hat nichts mit dem Versprechen zu tun. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, du sollst selbstständig werden und ein Geschäft gründen. Aber du bist immer noch an deinem gleichen öden Job und du siehst, es fühlt sich so weit entfernt davon an, dass du überhaupt jemals selbstständig werden kannst. Vielleicht hat Gott gesagt, deine ganze Familie wird an Jesus glauben. Aber mit jedem Tag, den du erlebst, merkst du, deine Familie hasst Jesus nur noch mehr. Oder vielleicht hat Gott gesagt, du wirst eine Familie haben und jetzt bist du da und du bist um die 30 und denkst, es ist nicht passiert und es ist verletzend und frustrierend. Du bist frustriert mit Gott, frustriert mit der Bibel, frustriert mit dem Christentum, mit der Kirche. Und du hast eine Tendenz jetzt und bist recht an einem Platz, wo was wir Menschen meistens machen, ist, dass wir es dann anfangen, in unsere eigenen Hände nehmen. Gott hat mir das versprochen. Wenn er mir nicht hilft, hilft mir halt selber. Und wir forcieren Jesus zu unserer Familie, so, dass sie noch weniger mit ihm zahlen. Wir machen jemanden zu unserer Frau. Na gut, vielleicht hast du das nicht gemacht, aber die sieht gut aus. You're gonna be my wife. Und wir machen noch viel mehr, mit Leuten Schmerzen zufügen und uns selber. Auch darf ich dir eine Alternative vorschlagen? Ich glaube, der Paulus demonstriert die uns auch. Der Paulus, wie ihr es gehört habt, hat viele Kirchen gegründet, hat seinen Glauben geteilt. Und am Ende von seinem Leben wird er in Gefangenschaft geführt. Er wird verhaftet, weg seinem Glauben teilen. Weil er aber ein römischer Staatsbürger ist, dürfen wir darauf plädieren, dass sein Fall vor Gericht vor den römischen Kaiser gebracht wird. Das macht er dann auch. Und was passiert ist, dass er auf ein Schiff gebracht wird und übers Mittelmeer geschifft wird auf Rom. Gott hat dem Paulus versprochen, dass er vor dem Kaiser stehen und Zeugnis ablegen von seiner Herrlichkeit. Der Paulus ist in dem Boot auf dem Weg nach Rom und sie kommen in einen riesigen Sturm. Heftigen Sturm. 14 Tage, sagt die Bibel, und Nacht haben die Sterne und die Sonne haben sie nicht mehr gesehen. Und sie haben alles versucht. Sie haben versucht, alles über Bord zu werfen. Sie haben versucht, das irgendwie versuchen zu lenken in dem Sturm. Das Schiff ist hin und her geworfen worden. Die Besatzung war völlig am Ende gewesen. Und dann passiert etwas. Und ich glaube, das ist ein Bild, für wie wir sollen auf unseren göttlichen Umweg umgehen. Der Captain hat die Segel eingezogen. Und hat sich treiben lassen. Er hat die Segel eingezogen und hat sich einfach vom Sturm treiben lassen. Und der Paulus steht auf und sagt, wisst ihr was? Gott hat mir versprochen, dass ich vor dem Kaiser werde stehen. Niemandem wird irgendetwas passieren. Relax. Alles ist gut. Wir lassen uns jetzt einfach treiben. Er hat gewusst, was ihm Gott versprochen hat. Er hat es nicht versucht durchzustieren. Ja, lass uns heftiger arbeiten. Lass uns heftiger durch den lass uns rudern bis auf Rom. Nichts von dem. Lassen wir uns einfach treiben, während schon dort ankommen. Kämpf nicht dagegen an, wenn du auf dem göttlichen Umweg bist. Sondern lass dich einfach treiben. Und gewisse, die ich denke, so, ja, das klingt mega passiv. Aber es ist das Aktivste, was du machen kannst. Weil was du machst, ist, du gibst die Kontrolle von Gott ab. Zurück zu ihm. Du gibst Kontrolle von dir ab, zurück an Gott. Und lass dich treiben. Darf ich euch eine Geschichte erzählen? Vor, wer würde jetzt Nein sagen, weißt du? vier Jahren jetzt, bin ich in Afrika gewesen, ich habe das Missionsteam geleitet und wir sind in Malawi gewesen, in der Wüste, aus irgendwo im Nirgendwo. Keine Elektrizität, keine Dusche, nichts von dem. Die mich besser kennen, wissen, ich schwitze nicht gerne und habe nicht gerne Tits. Und ich werde auch nicht gerne dreckig. Für mich war es der Horror. Ah, ja genau. Dazu kam,
dass wir irgendwo dort aussen waren und ich habe für 3 Tage am Anfang nicht aufs WC können, weil es jetzt so ein Häuschen gehabt, wo ein Loch im Boden gehabt hat. Das Häuschen war gefüllt mit Spinnen und Ameisen. Und wenn ich wollte gucken, mein Geschäft verrichten, sind die Ameisen mir die Beine aufgekresselt. Und ich habe einfach für 3 Tage nicht aufs WC können. Ich war verstopft, verschwitzt. Und das ist noch dazu gekommen, dass niemand aus meinem Team mit mir im Zimmer schlafen wollte. Ich habe allein in dem Zimmer gelegen, auf meinem Bett, 35 Grad in der Nacht, habe geschwitzt, war verstopft. Mein Moskitonetz hat so grosse Löcher gehabt, dass Elefanten durchlaufen konnten. Dank Malaria komme ich auch noch. Und ich habe gesagt, niemand will mit mir irgendetwas zu tun haben. Ich bin so ein Arme, ich hasse es da. Was mache ich mit meinem Leben? Ich habe keinen Abschluss, ich bin da irgendwo in Afrika. Was mache ich? Gott unterbricht mich und sagt, hey, geh raus, geh aus deinem Zimmer raus. Also ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen weiter jammern. Aber gut, wenn du sagst. Und ich laufe raus. Und Gott sagt zu mir, als ich so auf eine Ebene komme, ganz dunkel, sagt, schau rauf in den Himmel. Und ich schaue rauf in den Himmel und ich sehe den schönsten Himmel mit Sternen, den ich je gesehen habe. Und Gott sagt in dem Moment zu mir, so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Zu so vielen Menschen wirst du reden über meine Liebe. Ja, das, so könnte man reagieren. So habe ich nicht reagiert. Ich habe umgeschaut und gedacht, ich kann nicht mal aufs WC gehen. Aber Gott, wenn das wahr ist, dann musst du. Nichts sieht gerade so aus, als würde das sich jemals bewahrheiten. Ich lasse mich treiben. 2,5 Jahre später, jetzt war es etwa vor 1,5 Jahren, hocke ich in einem Meeting am Dienstag und Leo fragt, ob ich mit ihm eine Message machen am Sonntag. Ich übernehme einen Teil, wir predigen, das ist eine gute Zeit, am Morgen. Und 2 Wochen später kommt jemand vom Staff auf mich zu und sagt, hast du gesehen die Message? Die ist ja durch die Decke. Ich habe euch einen Screenshot mitgebracht. Es hat 234'000 Views gehabt. Ich habe es nicht mal gemerkt. Aber das, was Gott zu mir gesprochen hat vor 3 Jahren, hat sich einfach bewahrheitet und ich habe es nicht mal richtig gemerkt. So zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Zu so vielen Leuten wirst du von meiner Liebe erzählen. Und ich habe mich einfach treiben lassen. So fest, dass ich es sogar wieder vergessen habe, das Versprechen. Kämpf nicht dagegen an. Könnte es sein, dass der göttliche Umweg, wo du dich momentan befindest, direkt im Willen von Gott ist. Und dass du dich zurücklehnen, abgeben und dich treiben lassen wie der Paulus im Sturm. Darf ich euch bitten, zusammen aufzustehen? Wir sind jetzt eine Woche im Camp und auch dort haben wir immer wieder gemerkt, wie kraftvoll es ist, wenn man einfach schnell lässt auf das, was Gott einem zu sagen hat. Schau, ich glaube, es gibt einige Leute da, die in einer schmerzhaften Season drin sind, wo du in Umweg bist, du hast Sachen im Leben, die du nicht verstehst, oder hast vielleicht Umweg gemacht und findest sie nicht nötig. Und heute Abend wollen wir Gott einfach einladen in all diese Umwege und an die Wege, die er mit uns gehen will. Jesus, bist mein Hirt. Bist mein Hirt im Leben. Ich würde gerne jetzt ein Gebet machen. Und es gibt so ein Zeichen, dass wir sehr oft bei der Worship die Hände aufstrecken zu Gott. Und eigentlich ist es ein Zeichen genau vom Kapitulieren. Vom Gott, ja, in meinem Umweg, in allem, was ich nicht verstehe, in allem, was ich schwierig finde, jetzt den Weg, auch wenn ich zurückgehe und ich bin noch nicht versöhnt mit dem, was du mich durchgeführt hast. Aber heute Abend einmal, ich kapituliere. Und ich sage dir, Jesus, ich bin bereit, mich von dir zu treiben zu lassen. Ich bin bereit, Jesus, mein Segel reinzuziehen und zu sagen, Jesus, führe mich.
Zweite, Jesus, das ist ein mutiges Gebet, das mutigste, vielleicht, das ich je gebetet habe. Du darfst alles brauchen, um meinen Charakter zu schleifen. Um mich zu dem zu machen, wo du mich siehst. Ich öffne dir mein Herz. Nutze alle Wege, alles, wo ich bin drin. Du bist mein Hirt. Du bist mein Hirt. Amen. Ich liebe es, so Momente zu haben, auch in einer Message, wo ich wie merke, okay, jetzt hat der Heilige Geist etwas ganz direkt zu mir gesagt, eine Erkenntnis oder etwas, wo er auch merkt, okay, da leitet bei mir der Finger drauf, ich, das ist sogar ein bisschen herausfordernd und gleich weiss ich, Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe eifert um mein Leben. Und ich glaube, du hast auch so einen Moment gehabt jetzt und nimm die mit, das sind für mich so die Schätze, die ich in meinen Alltag nachher transferieren will und mich damit beschäftigen. Mein Denken soll prägt sein von genau so Erkenntnis, die Gott mir schenkt. Schreib das vielleicht nochmal auf oder bete nochmal darüber und vor allem vergiss es nicht, was Gott dir gesagt hat. Jetzt möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Wir machen am Ende von diesem Jahr machen wir eine Young Adults and Youth Conference hier bei uns in The Hall. Und ich lade dich ein, bis dort mit dabei und rutsch mit uns und vor allem mit Jesus zusammen in das neue Jahr. Es wird so eine kraftvolle, lebensverändernde Zeit sein. Melde dich an.